Willkommen. Herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit einer interessanten Geschichte aus den 70er Jahren. Opa möchte heute seine zwei Olympiatauben von 1973 vorstellen. Also alle zwei Jahre findet eine Brieftauben-Olympiade statt. Und das ist eine große Ehre, wenn man da als Züchter und Besitzer mit Tauben teilnehmen kann. Man kann grob sagen, es gibt da zwei unterschiedliche Kategorien, in denen die Tauben starten können. Das eine ist die Standardklasse, da geht es um die Schönheit der Taube, da spielt die Leistung eine eher untergeordnete Rolle. Und dann gibt es die sogenannte Sportklasse, in der absolute Spitzenflieger ausgestellt werden können. Und jedes Land, das an der Olympiade teilnimmt, wählt seine besten Tauben aus, also aus dem Land aus, und bringt die dann zur Olympiade. 1973 war das in Düsseldorf, also ein Heimspiel. Und Opa wird uns gleich alles mal berichten, wie es dazu gekommen ist und warum er sich entschlossen hat, die Tauben dort anzumelden. Ja? So, also, Opa, du hast dich also Ende 1972 entschlossen, mit zwei Tauben anzumelden. Der Verband hat in der Zeitung bekannt gemacht, oder hat in der Zeitung Anwärter gesucht, und da ich in dieser Zeit die beiden Halbbrüder Nummer 268, gehämmerter Vogel von 69, und der Nummer 18, Blauspießvogel von 67, beides, der Vater der beiden war mein sogenannter Scheuer, der also auch selbst sehr viel Spitzenpreise geflogen hat. Und da habe ich mich entschlossen, die beiden mit diesen Tauben mich für die Olympiade, die Sportklasse, zu bewerben. Beide hatten Spitzenpreise geflogen als Jährige schon. Und beide hatten auch eine Menge Preise. Der 268 war zum Beispiel 1971 bester Vogel der RV Friedrichshagen mit 13 Preisen. 13 Preise hat auch der 18 zweimal erreicht. Die einzelnen Preise können wir vielleicht mal aufstellen. Die haben wir hier auch auf den Bewerbungen. Also Ende November hat mein Opa diese Briefe an den Verband geschickt. Da musste man auch alle Preise aufführen. Ja, beginnen wir hier mal mit den Preisen vom 18. Der 18 hat als Jähriger, hat er an 6 Preise erzielt. Darunter ein 2., zweimal der 4., einmal der 37., der späteste war der 217. Durchschnittliche Teilnehmerzahl war damals zwischen 1700 und 4300 bei den einzelnen Flügen. Und er hat auch meistens, ich hatte ihn dann auch immer hochgespielt, also Geldspiel. Geldspiel, und meine Söhne haben dann immer auf den 18 gesetzt und erhielten dann das Preisgeld. Und vom 6. Flug, das war Ende Juni, Mühlenhausen, ist der 18, obwohl er in Hochform war, nicht mehr zurückgekommen. Nein, Mühlenhausen war das. Stopp, langsam, kurz zurück. Also der Flug nach, also von St. Pölten ist der ausgeblieben, Ende Juni. Ja. Also St. Pölten ist 600 Kilometer. Als Jähriger habe ich ihn damals voll in allen Klassen durchgespielt. Und er kam nicht mehr zurück, das war also am Ende Juni. Und am Endflug in diesem Jahre, das war Passau, 4 Wochen später, da gehe ich morgens hoch zum Schlafen, um alles zum Rechnen, am Rechnen zu sehen, nachzusehen. Und zu meiner Freude saß der 18 im Schlag. Der war verletzt und war, teilweise waren die Schwingen verbrannt. Dass er in dem Zustand überhaupt noch fliegen konnte, war für mich rätselhaft. Jedenfalls hat er gut gemausert und hat später in seinem Leben, habe ich keinerlei Nachteile diesbezüglich beim Flugvermögen festgestellt. Ja, man kann vielleicht noch sagen, wir haben mal die Asspunkte, damals gab es ja noch keine Asspunkte, haben wir mal ausgerechnet, bei seinen jährigen Flügen, bei diesen 6 Preisen,
hat er einen Asspunktendurchschnitt von 90,8 Asspunkten erreicht. Ja. Das war ja schon eine tolle Leistung. Er war also zum Beispiel Zweiter gegen 1500, Vierter gegen 1800, Vierter gegen 1700 und auch in seiner späteren Karriere Dritter gegen 2133 und noch viele weitere frühe Preise. Eine Menge Spitzenpreise dabei. Und er war auch in der Hand ein sehr schöner Pol, allerdings hat das Brustbein eine ganz leichte Krümmung gehabt. Das war ein Fehler, der ihm dann, wenn ich ihn ausgestellt habe, auch vom Preisrichter immer gerügt wurde. Aber ansonsten war er nicht zu beanstanden. Dann ist noch eine Eigenart, er war auch ein sehr, ich will mal sagen, ein Vorsichtiger. Und ich hatte in der Woche für die Winter, ihre Zellen waren in der Woche immer geschlossen, sie konnten also nur vor der Zelle sitzen. Beim Einsetzen habe ich dann die Zelle geöffnet, da flog natürlich alles in seine Zelle, auch der 18. Und wenn ich ja dann gemerkt habe, dass ich so nach und nach die Tauben gefangen habe, um in den Korb zu setzen, ist er immer aus der Zelle abgegangen. Und damit ich da keine große Jagd abhalten musste, habe ich dann jeweils einen Vogel, den ich bereits gefangen hatte, einen anderen, der eine andere Zelle hatte, aus dem Korb genommen und in seine Zelle in die Hälfte eingesperrt. Wenn er das gesehen hat, ist er natürlich sofort eifersüchtig hoch und schon konnte ich ihn greifen. Damit war er auch nochmal super motiviert. Das hat man auch gemerkt, wenn er vom Flug kam, der stürmte mit einer Vehemenz im Dach und keine Sekunde ist er auf dem Dach sitzen geblieben. Das hat mir immer Spaß bereitet und Freude. Ja, kann man vielleicht mal noch sagen, dass er bis zu diesem Zeitpunkt zur Bewerbung Ende 1972 hat er insgesamt 52 Preise geflogen. Ne? Davon waren 42 im ersten Zehntel, das ist schon sehr beachtenswert. Und in den Jahren 71, 72 hat er es auf 21 Preise gebracht. Ne? Ja, mit dem hat er sogar 24 gehabt. Dann kommen wir zu dem nächsten Vogel, der auch dort ausgestellt wird. Das war also ein Halbbruder vom 18. Ne? Also derselbe Vater, nur die Mutter musste ich damals, denn der Scheue, dessen Weibchen, hat der Raubvogel mir genommen. Und ich habe dann eine Cousine von dieser Taube mit dem Scheuen verpaart. Und das war dann die Mutter vom 268. Also waren die zwei Tauben sehr eng verwandt. Ne? Und der 268 war in der Hand ein herrlicher, ein sehr schöner Vogel. Und flog auch als Jähriger 5 Preise, einen 9., einen 5., einen 20., 58. und 487. Und vielleicht noch dazu sagen, als Jungtaube wurde er nicht gereist. Ne? Und als Zweijähriger hat er dann 13 Preise geflogen und war damit auch bester Vogel in der Reisevereinigung. Und ich war dann erfreut. Meine Bewerbung beim Verband wurde angenommen und der Verband hat mir dann mitgeteilt, dass beide Vögel, nicht nur einer, sondern beide für die Sportklasse geplant waren. Das hieß, jedes Land hat damals in der Sportklasse 5 Vögel und 5 Weibchen ausgestellt. Und ein Freund von mir, ich konnte persönlich die Taube nicht nach Düsseldorf bringen, hat dann meine beiden Vögel nach Düsseldorf transportiert zum Einsetzen. Am Tag der Ausstellungseröffnung waren wir natürlich in Düsseldorf und als ich dann die deutschen Olympiatauben betrachtete, musste ich feststellen, dass der 268 war gar nicht zu finden, war nicht da. Da war ich natürlich irgendwie überrascht und habe mich dann bei dem Preisbeobachter, das war der Herr Braukämmer, glaube ich, mich da erkundigt und da hat er mir erzählt, ja, der 268, der ist ja so schön, den haben wir in die Standardklasse gestellt. Da war ich natürlich auch überrascht, obwohl er bei uns auf den Ausstellungen immer schon sehr gut abgeschnitten hat. 93 und 92,5 Punkte war so die Stammpunktzahl, die er jeweils erreichte. Hier war das natürlich, bei der Olympiade war es natürlich ein Fehlschlag insofern,
als er nur 90 Punkte erhielt. Man sieht dabei, wie unterschiedlich damals noch gerichtet wurde, und es war die Preisrichter, die für ihn zuständig waren, war meines Erachtens ein Spanier und ein Däne. Die haben viel meines Wissens die Tauben prämiert und dann wurde der Durchschnitt gezogen. So in etwa kamen die auf 90. Ansonsten war mir das rätselhaft. Und unseren Preisrichter natürlich auch. Aber letzten Endes hat das nicht daran gehindert, dass ich vom Verband dafür später den goldenen Fußring mit der Nummer 055 90 268 erhielt. Ich habe unlängst aufgrund des Artikels, den Herr Hertel in der Brieftaube veröffentlicht hat, dann den Herrn Hertel darüber informiert, über die Umstände, wie das damals gelaufen ist. Genau, das wurde ja auch veröffentlicht. Ne? Ja. So, und da kann man hier, wie gesagt, sieht man noch, der 268 hat in den Jahren 71, 72 25 Preise erreicht. Ne? Und davon waren 22 im ersten Zehntel. Und auch, was wir eben angesprochen haben mit der Bewertung, er wurde auf einer Ausstellung noch mit 92,5 Punkte bewertet. Das war kurz vor der Olympiade und erhielt dort 2,5 Punkte weniger. 14 Tage früher. Ja, genau. Und hier noch vielleicht ein paar Spitzenpreise, die wir eben schon mal kurz angesprochen haben. Fünfter gegen 1800, Vierter gegen 1100, Fünfter gegen 3000, 18. gegen 1100, 9. gegen 1200, also hat der für die Spitzenpreise gemacht und war ja auch bester Vogel in der RV Fritzesdal 1971. Man muss auch sagen, beide Tauben waren auch bekannt durch Veröffentlichungen in Zeitungen. Molenpost waren sie drin und auch öfter wurden sie schon erwähnt. Und so wurden, war das ja schon was Besonderes, wenn man selbst nur 25 Reisetauben etwa hat, dass davon zwei bei der Olympiade standen. Ja. War eine große Ehre. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was sagen zu dem Scheuen, zu dem Vater der beiden, weil es ja schon was Besonderes, wenn das zwei Halbbrüder sind und selbst die Mütter waren ja eng verwandt. Da war der Scheue eigentlich ein Volltreffer für dich. Ja. Der Scheue war ein super Taube. Und ich muss heute immer noch lächeln, den hatte ich ja als Jungtier von 4 Wochen beim Freier damals in, ausgesucht, den er mir schenkte damals. Also hat mir ja 4 Jungen geschenkt, die ich mir aber aussuchen musste. Er selbst hat sie nicht ausgesucht, mach du das. Und ich habe mich dann mehr oder weniger, kannte die Einzeltauben ja nicht und hatte ich habe mal darauf geachtet, dass es meistens Vögel waren, weil ich Wirtschaft gereist habe. Und der Scheue war als Jähriger bei mir erstmals im Einsatz und da hat er eine Unart als Angewohnheit, er ist schlecht eingegangen. Und deswegen hat er auch den Namen des Scheuen. Es ist also oft passiert, wenn er anflog, damals war er noch kein Witwer, sondern als Jähriger, eine natürliche Methode. Da saß er beim Nachbar auf dem Dach und ich habe gepfiffen und gerufen. Und da haben wir immer versucht, ihn mit allen möglichen Mitteln früher in den Schlaf zu bringen, weil ich ihn in die Ringe ausziehen musste damals. Und ich weiß, hatte immer, so wie wir gesagt haben, kleine Kartoffelchen auf dem Balkon bereitlegen, wenn er anflog auf dem Nachbardach, haben wir den immer dort aufgetrieben, damit er rüber zum Haus zum Einflug kam. Im Herbst hat mich dann der Breyer, von dem der Vogel stammte, gefragt, nun, wie hat der Vogel geflogen? Das sagte ich, er hat 5 oder 6 Preise waren es, glaube ich, als Jähriger, war öfters früh. Ich weiß, einmal ist er so früh angeflogen, war doppelt gepult, saß 4 Stunden auf dem Dach und hat noch Pool geflogen. Und da habe ich ihm das erzählt und da meinte er, ich soll ihn wegmachen. Er hätte den Vater auch weggemacht, der wäre auch nie bei ihm nicht eingegangen und hätte mir zu scheu gewesen. Ich habe mir gedacht, nächstes Jahr ist er Witwer und dann wird das anders sein. Und so war es auch. Ich habe dann als Zweijähriger sofort mit 10 Preisen angefangen und dabei, der 10. Preis war der 6. Preis von Wien im saarländischen Bezirk.
mit 177 Mark hat er also in allen Klassen hat er dort durchgezogen. Und als Zucht, wie gesagt, war nur leider konnte ich dann nicht mehrere Vögel zum Einsatz bringen. Ich hatte keine Zucht damals, das gab es nicht. Und wenn man Witterschaft gereist hat, da war die erste Boden schon was vorbei. Dann hat der Raubfutter den einen oder anderen noch genommen. Der hat natürlich auch, wie ich muss sagen, in der damaligen Zeit bei uns in die Meisterschaft oft entschieden beeinflusst. Ja, das du weißt. Und der Scheue, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, der war, wann habe ich den das letzte Mal gesetzt? Das ist im Moment, kann ich das jetzt nicht feststellen, aber der hat noch mit 6, 7 Jahren von Dachs war der noch mein erster Vogel damals. Und vielleicht noch erwähnenswert, der hatte nach dem zweiten Jahr, weil wir hatten jedes Jahr ja so einen sogenannten Verkrachten, damals 2, 3 Tage vor Konkursverlauf. Und da ist, das hat natürlich den Tauben zugesetzt und als wenn die Mauser vorbei waren, ich habe festgestellt, dass die Schwinge der zweiten Ordnung auf jeder Seite die erste Schwinge verkrüppelt waren. Wir haben aber, hier bei uns, die Alten haben immer schon gesagt, das sind die Orden und Ehrenzeichen der Guten, das sind die Kampfschwingen. Und ich kann mich noch gut entsinnen, als der Endfluch 1966 Dachs im Saarland durchgeführt wurde, da durfte der Züchter seine eigenen Tauben nicht einsetzen. Aus welchen Gründen, das mag dahingestellt sein, aber es war also so gehandhabt, man konnte nur dabei sein und ein anderer musste die Tauben der Kommission abgeben. Und mein Scheuer zum Beispiel, der wurde damals, der Kreisverbandsvorsitzende, der war selber in der Kommission tätig, der hat dann meinen Vogel eingesetzt und hat so die Flügel ausgebreitet und er sagte, wie kannst du den Vogel setzen, der hat doch hier ganz verkrüppelte Schwingen. Sag ich, setze ihn ruhig rein, das macht nichts. Und so war es auch. Der Auflass war Mittag und am nächsten Mittag, der erste, der Himmel erschien hoch, das war mein Scheuer. Das konnte ich sofort sehen, weil in den im Flügel die Lücken zu sehen waren. Ja, aber da war ja, kann ich vom Glück sagen, dass du nicht auf den Herrn Breyer gehört hast und hast den damals weggemacht. So ne? Ist, ja. Weil er hat ja einige gute Jungen gebracht und hat auch selbst viel Geld eingeflogen. Und auch die Jungen haben viel Geld eingeflogen. Ja, da hatte ich auch interessante Angebote, aber du hast alle abgelehnt. Ne? Ich habe die Verkaufsangebote alle abgelehnt. Und ich weiß, meine Kinder haben mir öfters so, wie soll ich mal sagen, leicht gerückt, weil sie gesagt, hättest du die verkaufen, wirst du heute reicher, Mann. Ja, ne, also klar, wenn die Tauben so bekannt sind, gab es auch damals wie heute schon Kaufangebote, aber du hast immer widerstanden und die Kinder hätte vielleicht gerne Moped oder sonst was gehabt. Ja, ne? So. Waren dann ein bisschen enttäuscht. Ne? Und damals war es auch üblich, dass man, da war schon bekannt durch die Olympiatauben, dann wurde man auch vom Verband mal gebeten, Tauben zu spenden für Gewinnspiele. Jo. Das hast du auch eigentlich dann gerne mal gemacht. Ne? Ich habe mehrmals Gutscheine für Jungzüchter über den Verband oder für die zur Verlosung gestiftet. Und ich muss allerdings sagen, das Echo war nicht sehr groß sicher. Manche haben sich sehr bedankt, waren auch voll. Aber es, wie gesagt, das ist auch jetzt schon so lange her. Aber es waren schon zwei Höhepunkte, diese beiden Vögel. Wir werden die im Video auch noch ein Bild vorstellen. Wir haben noch ein paar alte Bilder von früher und dann auch in Zeitschriften waren sie abgebildet. Das werdet ihr im Video alles sehen können. Ja. Und jetzt wollte man nur mal kurz Opas Highlight aus den 70er Jahren kurz vorstellen. Das waren diese zwei Tauben.
im Heimatland 73 mit einer interessanten Geschichte noch dazu. Ja. Und in der nächsten Woche möchten wir euch vorstellen die Taubenfotografie. Mein Opa hat sich schon sehr früh mit der Taubenfotografie beschäftigt und hat selbst sich einen Fotokasten bauen lassen und hat selbst sehr viele Fotos angefertigt von seinen eigenen Tauben, aber auch von vielen befreundeten Züchtern, und hat, die wurden auch in Zeitungen und so weiter veröffentlicht. Darüber wollen wir nächste Woche, nachdem wir jetzt wieder zwei Zugtauben vorstellen, berichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.